Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 19. November. An die Staatsanwaltschaft. Sehr geehrte Frau Staatsanwalt, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, anliegendes Schreiben, Kopie eines Schreibens an die Arbeitstherapeutin Wilhelm Sanderhaus, KMV Berlin, bitte ich Sie höflich, nach gegebenenfalls Kenntnisnahme zur Akte zu geben. Also sehen Sie bitte, ich bin ein gläubiger Mensch. Wobei ich die Auffassung vertrete, der liebe Gott hat allen Völkern der Welt sein Wort gegeben. Mit der chinesischen und mit der christlichen Version habe ich mich ein wenig genauer beschäftigt, beziehungsweise beschäftige ich mich ein wenig genauer. Daher vermag ich nicht so genau zu sagen, ist es nun das Tao, welches dem religiösen Menschen sozusagen zeitgleich zur vortags präsentierten Interpretation einschlägiger Naturbeobachtungen, in Klammern Neurose des Hundes, die praktische Anwendung im Umgang mit psychisch kranken Straftätern liefert, oder war das jetzt der Heilige Geist? Nun danke ich jedenfalls Gott und denke schmunzelnd an eine Studentin der Russerei, mit der ich damals vor bald 30 Jahren auch gerne einen Kaffee getrunken hätte. Und ein Kreter ist zu behaupten, dieses Streben nicht fortzusetzen, bis er glücklich verheiratet ist. Mit freundlichen Grüßen, Johannes Buhlmann.